Servus und herzlich willkommen bei Bock auf Holz. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja Leute, sobald man ein Kind hat, stellt man fest, dass man von so Küchenrollenhalter eigentlich nicht genug haben hat. Klar, ich habe meinen in der Küche, aber dann brauchst du ihn auch am Esstisch. Und im Wohnzimmer wäre es dann auch wieder praktisch, wenn die Kleine irgendwie rumgefackelt hat. Ja, und für die Küchenrolle hier in der Werkstatt, ja, da wäre eigentlich eine Anno ganz praktisch. Dementsprechend bauen wir uns ein und, sagen wir mal ehrlich, es ist ja kein Hexenwerk. Ich meine, man nimmt eine Grundplatte, ein Rundholz, schraubt die zusammen und gut ist, beziehungsweise für 2,50 Euro im Kaufhaus schon einkauft. Aber ich will ein bisschen Spaß heute haben, weil rechteckig zuschneiden kann ja jeder. Aber rund ist schon mal interessant, mit der Kreissäge noch gleich viel interessanter. Und um den Ganzen noch ein i-Tüpfelchen aufzusetzen, ja, da machen wir auch noch eine Gärung dran. Soll ja nachher auch hübsch ausschauen. Dafür allerdings brauche ich eine Vorrichtung und mit der fangen wir jetzt an. Ja, dann schauen wir doch mal, was meine Kreissäge an maximale Schnitthöhe gibt. Den Winkel habe ich schon eingestellt. Aber ich würde mal sagen, der schaut gut aus. Messen wir trotzdem einmal nach. 50 mm Höhe, das reicht. Super, da haben wir ja mega Luft für die Vorrichtung, weil das sind gerade mal 2 cm Materialstärke. Das heißt, die kann man locker 2-3 cm dick auswählen. Gut, so dickes Material habe ich nicht, aber 2 cm werde ich schon finden. Ich schaue nachher gleich mal hinter in mein neues Holzlager, was ich an Siebdruckplatte finde. Und ja, wie machen wir die Vorrichtung? Ja, ich würde mal sagen so 20, 25 cm breit, 40, 50 cm lang. Dann haben wir eine schöne Grundplatte, die wir dann auch sauber nachher hier am Anschlag entlang schieben können, um den Kreis auszuschneiden. Das wird natürlich an die Vorrichtung angeschraubt, dementsprechend. Soll sie ein bisschen Fleisch mit sich bringen. Ja, und die Jungs, wie machen wir sie? Ich würde mal sagen, machen wir 11 cm Kreise draus. Die kappen wir natürlich nachher ab. Ja, ich würde mal sagen, haben wir alles an Planung und Ideen besprochen. Ich schnappe mir jetzt meinen Gehörschutz. Und ihr wisst ja, wenn ich mir den schnappe, dann startet gleich die Musik. Da kommt heute aber mal ganz was Besonderes. Wer von euch erinnert sich noch an Thomas? Genau, mit dem habe ich ja einmal die Startklappe schon gebastelt und in meinem Livestream die Werkstapelbank für ihn geplant. Die setzen wir natürlich auch noch um. Aber jetzt kommen wir zu den Coolen. Der hat sich mit einem richtig langjährigen alten Musikkollegen wieder zusammengetan und die Jungs haben die Band Ehrenrunde gegründet. Die ist richtig geil, vor allem ihre neue Single Lass den Phönix auferstehen ist Hammer und ihr hört es jetzt im Hintergrund, während ich das Ganze bastel, deren Single, natürlich instrumental. Und wenn ihr mehr wissen wollt zur Band Ehrenrunde, natürlich alles an Links und Informationen unten in der Videobeschreibung. Wir legen jetzt aber los.
fertig mit unserem Küchenrollenhalter. Mir gefallen die richtig gut. Vor allem auch hier dieses Teil, also die Griffmulde, um das Ganze hochzuziehen. Super schön geworden. Ja, Leute, ich weiß, an der Drechselbank würde es wesentlich einfacher gehen, als wenn man es mit der Hand macht. Aber sind wir mal ehrlich zu uns. Macht es mal, probiert es aus. Ihr seid danach einfach mega stolz, wenn ihr das so schön hingekriegt und sich das richtig gut anfühlt. Und was ich echt nicht geglaubt hätte, ist, etwas Rundschneiden an der Kreissäge, dass das so einfach und so gut funktioniert. Nie im Leben, aber es schaut echt nice aus. Der Sockel jetzt hier mit der Faser auch richtig edel, also hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ob es jetzt mehr Vorrichtung wird wie ein Brett mit einer Schraube, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es hat bis jetzt super gut funktioniert. Ich werde es noch ein bisschen testen, aber ich glaube, vorerst bleiben wir bei der Variante. So, und wenn euch jetzt noch die Musik von Ehrenrunde richtig gut gefallen hat, dann schaut es bei den Jungs vorbei. Die sind natürlich auf Facebook, Instagram, YouTube vertreten. Da findet ihr den Song auch nochmal mit Text. Der knallt richtig, hört's ihn euch an. Danke fürs Zuschauen. Eine Frage habe ich allerdings noch. Wie schneidet ihr eure Werkstücke rund? Macht ihr das mit der Stichsäge? Macht ihr das mit der Bandsäge? Oder wie ich jetzt mit der Kreissäge? Mich würde es einfach interessieren. Schreibt das in die Kommentare rein. Ich lese es ganz brav. Und wenn euch jetzt noch das Video gefallen hat, naja, dann lasst doch gerne ein Abo für den Kanal da. Dann verpasst ihr auch das nächste spannende Projekt nicht. Und ganz zum Schluss, da habe ich noch zwei Videoempfehlungen für euch. Einmal hier, passend für die beiden Jungs, noch einen Halter für eure Salz- und Pfeffermühlen. Richtig schönes Teil geworden. Oder hier eine Playlist, wo ich meine ganzen Restholzprojekte zusammengesammelt habe. Da ist mit Sicherheit auch was für euch dabei. Ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick.